Hallöchen, Popöchen, meine lieben Zuschauer, und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Channel. Heute zeige ich euch meine favorisierten Minecraft-Mod-Installer-Mods. Und ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, was ist der Minecraft-Mod-Installer, wo bekommt ihr den, wie könnt ihr den installieren und am optimalsten nutzen. Alles erklärt habe ich ja schon. Wenn ihr das nicht gesehen habt, ihr habt ganz unten, wenn ihr nach unten scrollt, habt ihr dann einen Link zu dem ersten Video und zu der Homepage. Was weiter verlinkt ist dann mit Facebook etc. etc. Aber jetzt erstmal nicht zu diesem Thema, sondern zu dem Minecraft Mod Installer. Wir öffnen gleich als nächstes den Mod Installer. Gleich dazu, ich spiele jetzt noch mit der Version 4.2. Es gibt ja, wie schon hier gezeigt, die 4.3er. Die 4.3er werde ich in den nächsten paar Tagen erst einmal runterladen können, weil ich jetzt einfach noch keine Zeit hatte, war viel arbeiten, hatte viel Stress, möchte einfach in den nächsten Tagen das dann upgraden, werde vielleicht dazu noch ein Video mit raushauen, je nachdem wie ich die Zeit dazu finde. Alles klar. Gut, hier die 1.17, die spiele ich jetzt noch dauerhaft, weil die 1.8er Version einfach noch nicht diese Anzahl an Mods oder die ich mir halt gerne wünsche, weil sie entweder verbuggt sind oder einfach noch nicht existieren. Da hätte ich einfach noch, ja, wie soll man sagen, ich lasse einfach noch ein bisschen Zeit ins Land einkehren und irgendwann vielleicht melde ich mich ja mal bei den Publishern und sage, hier, wie schaut's aus, ich hätte gern für die 1.8er mal einen Vorschlag oder dies oder jenes und vielleicht werden die einen oder anderen dann doch mal auf sich eingehen lassen. So, wir haben schon das Fenster geöffnet. Wie ihr seht, auf der linken Seite die Spalte, die ist natürlich gigantomalisch groß und lang. Wir haben hier 260 Mods, wovon ein paar Mods jetzt wie hier zum Beispiel hier drüben mit Grafik schon zu tun haben. Ich habe persönlich vor, diese ganzen Videos, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Mods schon vornehmen werde, weil wie gesagt 260 Mods ist natürlich eine Menge. Ich werde definitiv aber auf jeden Fall immer mit den Mods vom Zeus Shader. Was hier schon beschrieben ist, ist natürlich jetzt hier nicht mehr in der Liste, weil ich das natürlich schon hier rüber kopiert habe. Könnt ihr hier mit dem Mod hinzufügen, Button klicken oder ihr macht es einfach einen Doppelklick und haut es hier auf die rechte Seite rüber. Genau wie mit dem Optifine. Optifine und Zeus Shader sind halt die perfekten Grafik-Erweiterungspacks. Ich habe vor, mit dem Advanced Lightsaber anzufangen. Mit dem Advanced Lightsaber könnt ihr hier schon selber lesen. Es sind die Laser, nicht Light, sondern Laserschwerter von Star Wars. Ne? Gibt es nicht viel zu sagen, denke ich. Das erklärt sich schon fast von selber. Ich will jetzt hier nur gerade noch was nachgucken, wenn es das Laserschwert gibt, ob es ein Star Wars Mod selber auch gibt. Aber gibt es jetzt hier anscheinend noch nicht, aber ist jetzt erstmal nicht das Thema. Wir sehen es ja hier schon selber, steht alles da, greife damit Mobs und die Feinde an, mit einem epischen Star Wars Map, 18 Lichtschwerter, verschiedene schöne 3D-Animationen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, ziehen das mit rüber, installieren es, da, zack, zack, alles fertig. Das muss ich halt sagen, das ist halt echt super an diesem Mod-Installer. Das geht halt wirklich peu à peu, ganz schnell, zack, zack, ohne lange Warterei, ohne irgendwie im Ordner rumzufummeln oder dann sogar eventuell das Spiel im Ordner zu beschädigen. Und damit verhindert man natürlich auch gleich wieder die Neuinstallation und die Verlust der Spielstände gegebenenfalls. So, dann geht es auch gleich schon los. Finde ich halt auch jetzt ist ein perfektes Thema mit dem Star Wars. Wir haben jetzt August, in circa 4 Monaten schon wird sogar der neue Star Wars Film schon in den Kinos sein. Also wenn es nach mir ginge, hätte der schon gestern im Kino sein dürfen, weil ich bin halt schon absoluter Star Wars Fan. In den letzten Jahren natürlich ist das alles ein bisschen eingeschlafen mit Spielen, mit Filmen und mit Serien. Aber ich hoffe jetzt mal, dass sie mit dem Film mal wieder was reißen, weil die letzten 3 Star Wars Teile, da glaube ich, muss man nicht wirklich drüber reden. Aber dass jetzt schon bei Minecraft das Star Wars angekommen ist, muss ich echt sagen, finde ich echt heftig, Mann. Weil Star Wars ist ja doch eine ziemlich grafikaufwendige Animation etc. Und würde ich einfach mal sagen, wir lassen uns mal ein bisschen überraschen, was die da so ausgetüftelt haben.
Tutorial Video 1, nicht 21.1. Dann wählen wir Kreativmodus. Flachland. Alles klar. Dann geht's schon los. Dann werden wir jetzt nächstes gleich noch den Bild ein bisschen größer machen, dass wir was sehen. Alles klar, dann da sind wir schon. Hoppala. Wo sind wir denn? Was machen wir denn? Wir fliegen erstmal rum. Ja, ist ja nicht so wichtig. So. Ihr seht hier, alles normal anscheinend geblieben. Keine Veränderung. Bei den Mods selber werdet ihr in diesen Grundeinstellungsgegebenheiten keine wirkliche Veränderung merken, beziehungsweise wird halt nichts vorgenommen. Wir haben hier oben ein zwei Button und hier ist es schon eingegrenzt. Jeder Mod hatte quasi normalerweise seine eigene Schaltfläche, wo alles gegeben ist. Wir haben hier verschiedene Farbkristalle. Wenn sich jetzt einer mit dem Star Wars Universum ein bisschen auskennt und schon ein paar andere Spiele von Star Wars eventuell gespielt hat, dann müsste er wissen, dass diese Farbkristalle, man kann es ja eigentlich schon selber erkennen, die Farbe vom Lichtschwert eigentlich ergeben. Ne? Wir nehmen zum Testen das blaue Lichtschwert. Man sieht hier schon das Lichtschwert rausklutschen. Dann haben wir hier ein Unterteil vom Lichtschwert, ein Oberteil vom Lichtschwert. Wir haben die Jedi-Robe quasi von der hellen Seite der Macht und die Sith-Robe von der dunklen Seite der Macht. Brown Cloth und Black Cloth ist wahrscheinlich nur ein Bestandteil von der Robe, wo man sich das dann hier alles selber zusammenbasteln muss. Ja, Heilige, das gibt's ja auch, diese Doppellichtschwerter. Die Doppellichtschwerter sind, glaube ich, im vierten Teil war die dunkle Bedrohung. Da werden wir das einfach gleich mal in Blau ausprobieren. So, jetzt mal schauen, hoppala. Was? Ja, Wahnsinn! Schaut euch das an. Mit Soundeffekten sogar. Halbe Schnitzel wären nicht schlecht. Zack. Oida. Das ist ja Wahnsinn. Dann probieren wir gerne noch das andere aus. Was ist das hier? Das ist nichts geil. Das hier nur was kaputt machen. Dann schauen wir mal im Inventar. Muss man wohl hier anlegen, schätze ich mal. Und dann F5-Taste. Ja, Spimio-Hack. Schaut euch das an. Schaut euch das an, hä? Jetzt kannst du hier als Jedi-Ritter durch Minecraft rumlatschen. Mit Doppellichtschwert. Ah, das ist ja echt der Wahnsinn, hä? Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Das ist halt in Minecraft, finde ich, ist das halt echt super. Minecraft, da kannst du dich halt so kreativ auslassen, hä? Wie in keinem anderen Spiel, was mir jetzt so geläufig ist oder bekannt ist. Wenn man sich jetzt noch überlegt, okay, mit Minecraft, da kann ich mir hier ein eigenes Star Wars Universum basteln. Mit irgendwelchen Maps und natürlich irgendwelchen anderen Schnickschnack-Mobs, Mods. Wäre natürlich schon cool, wenn sie das erweitern würden. So ein richtiges Star Wars Mod. Nicht nur Lichtschwerter, ja, sondern auch richtig, weiß ich nicht, wo man Flitzer hat, irgendwelche Podracer oder irgendwelche Kreaturen, was weiß ich, wie Chewbacca oder die Wookies, Sansa und die Ewoks und hast du nicht gesehen. Wäre natürlich richtig mega. Jetzt haben wir hier noch die Einzelteile. Jetzt schauen wir doch dann gleich mal, ob wir die mit der Werkbank irgendwie da zusammenfummeln können. Dass wir es wenigstens mal gesehen haben. Dann brauchen wir aber erst noch die Einzelteile nochmal komplett. Wir mit diesen. Andere Teile gibt es ja nicht. Ne. Dann probieren wir das einfach mal aus. Bottom Lightsaber Piece. Denke ich mal, das ist das untere. Das wird das obere sein. Oder andersrum. Ne, ich glaube, dass das so ist.
Geht nicht. Geht auch nicht. Geht nicht. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Aber wir haben hier sowieso schon die Lichtschwerter. Also wäre es so gesehen eigentlich auch jetzt sinnvoll, sich das selber so zusammen zu craften. Cool finde ich es einfach schon nur, dass es die überhaupt gibt. Vor allem mit dem Soundeffekt. Und das in Minecraft. Sauber. Finde ich echt cool, Mann. Aber hier spackt gerade ein bisschen die Grafik, glaube ich. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Anwendungen gerade im Hintergrund laufen. Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dürft auf jeden Fall echt weiter ausbauen. Vielleicht echt die Überlegung anstreben, eine richtige Star Wars Mod rauszubringen. Da würde man bestimmt einen Haufen Elektroschrott her. Sieht die Sache echt blöd aus. Mal, wo bin ich denn geblieben? Achso, ja, dass du die Minecraft-Mod, beziehungsweise die Star Wars-Mod, die ich jetzt hier gerade spiele, dass du die echt ein bisschen ausbaut. Weil das hat echt Potenzial. Jetzt vor allem noch vor Weihnachten, wo der neue Star Wars-Teil in die Kinos kommt, da, wenn ihr das publik macht, da, mein lieber Onkel Otto. Dann würde ich sagen, das war's jetzt dann auch schon. Das sind bei mir hier nur so ein paar Kurzvideos, die ich immer hochstellen werde. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es einen Kommentar da, macht es einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft es natürlich auch einen Kommentar da lassen, weil ich für Kritik natürlich sehr gerne immer offen bin und auch sehr gerne verbesserungswürdige Vorschläge entgegennehme. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!